Hallo, ihr Ravulis da draußen. Ich bin hier auf dem Messegelände der Leipziger Messe. Hier findet momentan die Games Convention online statt. Es ist mittlerweile Sonntag. Das ist mein erster Tag heute hier. Es ist im Vergleich zur Games Convention letztes Jahr totenstill. Die ersten Besucher gehen nach Hause und ich werde jetzt meinen Antritt in der Messe angehen und mir mal anschauen, wie es dort abgeht in Sachen Online-Gaming, Browser-Gaming. Mal sehen, was sich da die Leute so einfallen lassen. So, es ist jetzt eine Stunde rum, seitdem ich auf der Games Convention Online Messe bin, die beängstigend geschrumpft ist. Von den ursprünglich 5 Hallen, Messehallen, sind nur 2 benutzt und in einer davon befinden sich die wenigen Online- und Browser-Games, die Publisher angekarrt haben. Ich muss fast sagen, ich bin sprachlos. Zum Vergleich zu letzten Jahr, ich stehe jetzt hier in der Glaskuppelhalle in der Mitte, in der es letztes Jahr bei Weitem nicht so leise war wie jetzt. Es ist fast schon entspannt, heiß, aber entspannt. Ich habe fast alles gesehen. Ein paar nette Dinge waren dabei. Crazy Rain. Das ist eine Art Guitar Hero für den PC mit einer Online-Liga. Nette Geschichte. Und zum anderen von EG, einem Hersteller, Softwarehersteller, das Free-to-Play-Spiel Huxley, was ein Shooter ist, was überraschend Spaß gemacht hat, im Grunde aber eine Art Unreal Tournament ist, mit ganz netten Features. Dafür, dass es aber kostenlos zu spielen ist, ist dem nichts entgegen sozusagen. Also, was soll ich gegen etwas sagen, was kostenlos ist? Wie so viele andere Spiele, die auch hier gezeigt werden. In der Nebenhalle haben sie noch eine E-Sports-Arena aufgebaut oder eher eine Public-Gaming-Arena, wie sie es nennen, wo man einfach frei ältere PC-Games, also Warcraft 3 etc. zocken kann. Ja, ich habe leider, muss ich zugeben, wahrscheinlich schon fast alles gesehen, was die Messe zu bieten hat. Und das vielleicht nicht nach gut einer Stunde oder zwei, ich weiß es nicht mehr genau. Ich werde nochmal einen Blick reinwagen, nochmal das eine oder andere zocken und dann von dann ziehen. Wir sehen uns.
wenn er keinen Fehler mehr macht, erster werden und Mike kann es vielleicht sogar noch. Nee, dann macht er den Fehler. JD ist extra, wenn er noch ein und da kann das Spiel ja fast noch aufholen, das ist der Hammer. Das war gefährlich, das war echt gefährlich. Aber jetzt sieht man, dass JD Finalist ist, aber Smee hat nur 8 Punkte Rückstand. Also wenn er jetzt noch eine Runde gewinnt, dann sind beide Finalist, dann kommt es auf die letzte Runde an. Meine Fresse. Jetzt kommen wir auf die nächste Map, das war definitiv die letzte Runde. Wir werden also das ist schon die fünfte Map. Ist die fünfte Map, ja genau. Also die nächste Map wird Bayern sein. Ja, das ist ein sehr lustiger Name, wenn ich mich nicht irre. Ja, genau, Bayern, von Blitz und Massi zusammengebaut. Hier sind 1:03er-Zeiten gut. Der Rekord liegt bei 1:03:05. Ich weiß gar nicht mehr von wem. Aber 1:03 sollte man hier auf jeden Fall konstant fahren, um eine Chance zu haben. Aber um nochmal kurz auf das von vorhin einzugehen. Die Entwickler arbeiten sehr gut mit uns zusammen, muss ich sagen. Und es gibt auch seit diesem Forever-Update die Relay-Server. Das ist so ähnlich wie HLTV. Ja? Also das ist definitiv E-Sport-würdig, hundertprozentig. Metcow. Das war die Berichterstattung über die Games Convention Online und ich bin draußen.